Jerusalem ist ja über 3000 Jahre alt, von David sozusagen als Hauptstadt Israels gemacht worden. Wenn man hier rüberblickt, sieht man ganz am Horizont, vielleicht so ein bisschen im Dunst noch, Jordanien. Das sind schon die jordanischen Berge. Ist insofern interessant, als sich aus diesem Tal speist sich die Vorstellung der Hölle. Als die israelitischen Stämme vor 3000 Jahren hierher gekommen sind, gab es vorher keine amitische Stämme, also lokale Stämme, die haben da unten Kinder aufgebracht. What a beautiful weather. Nice, nice, nice. Mich persönlich hat so der Ölberg auf jeden Fall beeindruckt, so, das war eine ganz coole Sache. Da hatte man irgendwie Ausblick über die ganze Stadt, konnte man über ganz Jerusalem gucken. Die ganze Stadt singt mit. Aber aus welcher, aus der kommt da nichts, ne? Ja. Ja. Da kann man noch runtergehen. Ja. Also hier an der Stelle können wir ohne Probleme ein Foto machen. Das ist der jüdische Tempel gewesen und an der Stelle steht eben jetzt der... Also das hier ist die Mauer, ja. Das ist diese Mauer. Hier. Man sieht diese Kante und da hier vorne war diese große Treppe, die man hier so angedeutet sieht. Ne? Und die Menschen stehen jetzt hier unten davor und... Ah, das sieht man jetzt hier nicht, ne? Ja, das ist das da. Hinter, ja, dem, ich überhaupt niemanden. Hinter dem Holzteil, wenn man dann da runter sieht. Ach so, okay. Im Moment sieht man es halt einfach schlecht. Man sieht die Mauer, aber man sieht jetzt nicht die Leute, die da unten stehen. Da stehen hier. No reason for it, but... No. That's my word.